Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Eigentlich wollte ich hier nur einige Bilder knipsen und die sind jetzt auch schon auf Google Fotos. Aber wenn sowas durchs Bild schwebt, dann musste ich dann doch die Kamera einschalten. Ja, und bei der Gelegenheit sieht man, K7 hat jetzt alle Container. Der unten weiß, beziehungsweise der unter ihm, die Ecke steht quasi über der Bahnsteighalle auf einer entsprechenden Stütze. Können wir uns ja vor Ort noch mal anschauen. Aber jetzt kann man das auch gleich mal sehen. Also, K7 ist soweit im Grundgerüst ausgestattet mit der Montagehalle. Seitenwände für den Windschutz kommen angeschwebt und das Dach braucht es dann noch. Apropos Dach, das wird ja gerade bei der Montagehalle für K4 aufgebaut, aber von hier kein Einblick. K8 ist einfach zu dominant. Ja, und hier beim Südeingang rechts wird für die Abschlusswand gearbeitet und unten für den Fluchttunnel. Und hier sind die Schalungen dran. Von der anderen Seite sieht man, es ist schon sehr viel Baustahl drin. Für mich sehen die beiden Seitenstücke abgeschlossen aus. Das mittlere braucht noch, da sieht man auch, es ist eine Verschalung dran. Und die Seite auch fertig. Jetzt noch die Außenschalung und dann kann das betoniert werden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.